Herzlich willkommen in der Kochschule André Meyer hier auf dem Beckenberg in Aibau. Und wir kochen heute Alltagsküche. Also machen wir es ganz Schnelles, nicht nur Nudeln und Käse, sondern einen offenen Gemüsestrudel. Mit wenigen Zutaten, schnell zubereitet, mega lecker. Und dazu lade ich euch heute ein. Für den offenen Gemüsestrudel brauchen wir einen halben Blumenkohl, 250 Gramm Kürbis. Ich habe den Hokkaido-Kürbis genommen, den kann man schön mit Schale verarbeiten. Dann drei Eier, ein Stückchen Käse, Butter, ein bisschen Pesto und ein Feldsalat. Wer keinen Feldsalat hat, geht natürlich auch Spinat. So, und natürlich für den Strudel brauchen wir natürlich den Strudelsack. So, und da legen wir los. Wir nehmen uns den Blumenkohl und reiben uns den in eine Schüssel. Komplett mit dem Sprung alles schön reinreiben, bis alles weg ist. Dann nehmen wir uns den Kürbis und raspeln uns den genauso mit derselben groben Reibe hier hinein. Wie gesagt, beim Hokkaido-Kürbis kann die Schale mit benutzt werden. Bei den anderen Kürbissorten die Schale abschneiden. So schaut das dann also aus, unser Blumenkohl und der Kürbis fein geraspelt. So, da gehen wir jetzt unsere drei Eier rein. Also wir verwenden ausschließlich Bio-Eier. Wir sind also ein biozertifizierter Betrieb, achten sehr auf Nachhaltigkeit. Ich kann also sagen, dass der Blumenkohl von der Gärtnerei Meirich kommt, um die Ecke. Der Kürbis ebenfalls. Das ist immer schön. Also mir macht es unheimlich viel Spaß, zu wissen, wo die Dinge herkommen. So, wir haben die drei Eier reingegeben. Jetzt geben wir noch ein bisschen Salz hinein. Geben jetzt noch ein bisschen Muskatnuss rein. So, und dann kommt der Bergkäse rein. Also ich habe mich für einen Bergkäse entschieden, der ist schön würzig. Natürlich geht auch der Gouda oder dein Lieblingskäse, halbfester Schnittkäse. Und den reiben wir uns jetzt hier hinein. Ungefähr die Hälfte. Wir haben also eine Rezeptur 100 Gramm und wir reiben uns jetzt hier so 50 Gramm ungefähr in unsere Masse hinein. Und jetzt wichsen wir diese ganze Masse schön unter hier, schön, dass sich das Ei und der Käse mit dem Blumenkohl und dem Kürbis schön verbindet. Muskat und Salz sich schön verteilt. Und dann lassen wir die Masse stehen. Jetzt geben wir den Feldsalat noch dazu. Wie gesagt, es geht auch Blattspinat. Ganz locker drunter heben. Wir haben natürlich jetzt den Kürbis genommen, ne, weil es schön gerade die Herbstzeit ist. Im Sommer kann man natürlich auch Spargel drunter reiben oder Möhre oder einfach Gemüse, was man so im Kühlschrank gefunden hat, sage ich mal. Es ist ja schließlich Alltagsküche und da kann man mal richtig schön den Kühlschrank plündern. So, wir nehmen uns den Strudelteig. Den findet man in jedem Supermarkt, sage ich mal, im Kühlregal. Und der Strudelteig hat den Vorteil gegenüber zu dem Blätterteig, auch Filoteig genannt, dass der wirklich hauchdünn ist. Wie man das hier sieht, das ist wirklich wie so ein hauchdünnes Papier. Und den Filoteig schneiden wir uns jetzt, oder den Strudelteig, schneiden wir uns jetzt noch passend für diese Auflaufform. Und dann tun wir uns den einfach halbieren. Einmal hier durchschneiden. So. Und natürlich die Auflaufform ausbuddern. Ich nehme da einfach ein Stück Butter, nehme das so in das Küchenkrepp rein und reibe mir meine Auflaufform schön aus. Das ist wichtig, damit der Teig dann auch wirklich rausgeht. Also da wirklich gewissenhaft arbeiten, richtig schön in die Ecken gehen, dass das auch dann wunderbar raus sich stürzen lässt. Genau, also richtig schön hier in die Ecken reingehen, richtig hoch, alles wirklich ausstreichen. So, und dann kommt dieser Filoteig hinein in unsere Auflaufform und den legen wir so richtig schön rein. Wenn das überguckt, übersteht, das ist überhaupt kein Problem. So, die nächste Lage legen wir genauso wieder hier oben drauf. Wie gesagt, kleiner Tipp von mir, einfach ein Pesto nehmen und hier so zwischen den Blättern so ein bisschen Pesto verteilen. Das muss nicht gleichmäßig sein, das ist einfach nur, wenn man dann drauf beißt, dass man immer so einen schönen Crunch hat, einen schönen Kick, Geschmackskick erlebt. Und dann nehmen wir uns die nächste Lage wieder und geben das hier rein. Das sieht erstmal sehr viel aus mit dem Teig, aber dadurch, dass der so dünn ist und nicht durchweichen darf, kommen hier wirklich mehrere Schichten rein. Also man kann bis zu 8 Schichten kann man hier ruhig rein in unsere Auflaufform geben. So, dann wieder.
nur die Ränder aus in der Lage. So, klappen das schön um. Nehmen uns unsere mittlerweile fünfte Schicht. Geben die hier wieder rein. Nummer 6. Das Ergebnis zählt und es wird dann richtig schön crunchig. Außenrum richtig lecker. So, jetzt gehen wir die letzte Schicht hier hinein. Wie gesagt, schön die Ecken raus. Das hinein. So, und jetzt kommt unsere Gemüsemasse hinein. Ach, und übrigens, die Fleischfreaks unter euch, ihr könnt natürlich ein bisschen Bio-Hackfleisch mit reinmachen. Ne? Also nehmt einfach ein bisschen weniger Gemüse, noch ein bisschen Fleisch rein und dann funktioniert das natürlich genauso. Kann ruhig einen kleinen Berg drauf machen, weil es fällt dann noch ein bisschen zusammen. Gerade der kommt zum Schluss noch unser Käse drauf. Die letzten 50 Gramm Käse, die wir übrig gelassen haben, von unserer Masse, kommen jetzt hier oben drauf. Richtig schön alles draufreiben. Den ganzen Käse wegreiben. So, die großen Stücken einfach mit drauf. Die schmelzen dann im Ofen. So, und jetzt zum Schluss noch das hier so ein bisschen zusammen krinscheln, sage ich mal, in die Auflaufform, so dass wir einen richtig schönen Rand haben. Einmal reiben hier richtig schön kompakt machen das Ganze. So, und damit geht's ab in den Ofen. Und das Ganze geben wir bei 180 Grad so circa 35 Minuten in den Backofen und lassen das schön backen. So, das wird lecker. So, die 35 Minuten sind um und wir gucken, was unser Strudel hier macht. Na, das sieht doch ganz lecker aus. So, nehmen wir also den Strudel raus. Jetzt kommt der spannende Moment. Man muss den Strudel stürzen. Am besten zwei Bretter nehmen. Die dürfen aber nicht ganz so drauf brechen, weil das ist wirklich, ja, man hört das, oh, das ist mega crunchig. Voll lecker. So, nehmen wir drauf und dann den. So, dann muss es relativ schwer gehen. Nehmen die Auflaufform weg. Nehmen wir wieder das Brett, legen es drauf und schnell rum. So, und dann haben wir unseren Strudel. Dieses Knacken, lecker. So, und jetzt am besten ein scharfes Messer nehmen. Dann kann man sich hier so ein schönes Stückchen ausschneiden. Und dann gehen wir das hier auf eine Platte oder auf einen Teller. Dann nehmen wir uns ein bisschen auf Feldsalat. So, dann noch ein bisschen. Ich habe jetzt den Kürbiskernöl. Es geht auch hier das andere ist einfach so ein bisschen drüber. So, das würzig mag, macht noch ein bisschen Pfeffer drüber. Kleines bisschen Salz. Und dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche guten Appetit und einfach bei Fragen einfach mail@beimeier.de. Ich freue mich über jede E-Mail, über jedes Foto, was ihr mir schickt, ob es euch gelungen ist. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Mmh. Mmh. Mega. Mega lecker. Das müsst ihr probieren. Mmh. Mmh. Sau lecker. Mega. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.